kam plötzlich wie ein Schlag ins Gesicht. Im Krankenhaus nach der Nierenbiopsie, dann habe ich realisiert, dass es jetzt so ist, wie es ist. Es war ein komisches Gefühl irgendwie, weil man sich vorher nie mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Man hat es gehört, klar, Nierentransplantation, Nierenkranke, aber ich habe nie gedacht, dass ich das mal werde. Also bei Sebastian hat sich aus Gründen, die wir nicht kennen, das Immunsystem gegen die eigenen Nieren gerichtet und angefangen, ein körpereigenes Nierengewebe zu zerstören. Das ist ein sehr langsamer Prozess, den man erst nicht merkt. Naja, wenn keine Nierenfunktion da ist, hat man einen hohen Blutdruck, dann lagert man Wasser ein, dann ist man einfach ganz schlapp, man bildet nicht mehr richtig Blut, ist sehr blass und fühlt sich einfach ganz fertig, ganz matt. Und wenn man dann eben nicht sehr schnell eine Ersatztherapie einleitet, dann besteht eben auch das Risiko, letztlich an der Nichtfunktion der eigenen Nieren zu versterben. Also ich muss montags, mittwochs und freitags 5 Stunden an die Dialyse von 12 bis 5. Ja, was passiert hier? Ich werde hier angeschlossen, 5 Stunden lang liegen. Ich kann ja eigentlich alles machen, Handy, Fernsehen, Spiele spielen, also außer mich halt bewegen. Nach der Diagnose oder nachdem die mir es erzählt haben, hat meine Schwester gleich einen großen Facebook-Post gemacht, aber die waren auch alle geschockt eigentlich aus meiner Klasse. Ich habe auch gesagt, ich werde jetzt nicht so wie ein Kind behandelt werden. Ich will einfach normal mit mir umgehen. Bei manchen merke ich schon, dass die irgendwie anders zu mir sind. Manche wollen schon keinen Kontakt mehr mit mir, weiß ich auch nicht warum. Also die meisten gehen gut damit um. Also ja, Freizeit geht viel drauf auf jeden Fall. Und was soll man denn noch großartig machen? Man ist kaputt von der Dialyse. Und meine Eltern sagen selber, ich gehe damit leichter um als sie. Angst habe ich eigentlich gar nicht. Oh, das wird schwer. Nein. Ich darf nur 800 Milliliter am Tag trinken, aber es geht eigentlich. Sonst kann ich eigentlich alles momentan machen, sportmäßig. Man lebt so von Tag zu Tag, es geht ihnen gut, man sieht, dass es ihnen gut geht und irgendwo denkt man dann, naja, vielleicht kommt dann irgendwann der ersehnte Anruf nachts, dass das Krankenhaus anruft und uns sagt, die Niere ist da. Aber auch da muss man sich bewusst sein, das kann bis 5 Jahre dauern. Wenn Sebastian eine neue Niere bekommt, dann wird er 2 bis 3 Wochen stationär im Krankenhaus sein, wird dann sich anfangs wöchentlich, später 4-wöchentlich in der Ambulanz vorstellen, wo die Medikamente eingestellt werden, die Abschüsse verhindern sollen. Und sonst kann Sebastian unter diesen Medikamenten ein fast normales Leben führen. Es ist jedem selbst überlassen, ob man einen Organspenderausweis haben möchte oder nicht. Also man kann niemanden dazu zwingen. Also ich persönlich hätte davor nie gedacht, dass ich einen haben wollte. Aber jetzt würde ich bestimmt einen machen, also weil ich ja sehe, wie das ist.